Ja, meine werten Freunde, und willkommen zu einem neuen Videoformat auf Planet Wargamers. Ich bin der gute Daniel von Planet Wargamers. Und willkommen zu einem ganz, ganz brandneuen Let's Play, nämlich Let's Play GTA 5 für die PS4. So, mit dabei ist auch der gute Robin von Planet Wargamers, der zukünftig dabei sein wird. Hallo. Ich werde bei den ersten Parts, bei den ersten beiden Parts dabei sein, dann würde ich der gute Robin ablösen. Und dann werde ich dann wahrscheinlich weitermachen, wenn ich wieder beim Robin bin. Und ja, Videos werden kommen, wenn sie kommen. Und ja. Listen up. Hey, what's he doing? Em, get these assholes in the closet. Leave us alone. Schneller. Schneller. So, und ja, wir werden die Story zu 100% durchspielen. Wir werden also, nicht. Das wollen wir wirklich bringen. Das ist eine schwierige Aufgabe. Okay, manche werden sich jetzt denken, schwierig. Okay, aber es gibt. Leute, ich bin mal schon ein bisschen geknackt. Und es gehört zum GTA 5 Let's Play. Auch dazu, dass man natürlich alle Briefschnipsel sammelt, alle U-Vorteile sammelt, dann noch alle Stunts macht, alle Freizeit- und Hobbyaktivitäten durchführt und ja. Den Atommüll sammeln, die U-Boot-Teile. Genau, und da kenne ich der gute Robin besser aus als ich, weil er hat das Spiel schon wie oft durchgespielt? 13 Mal. Ja, 13 Mal, Leute. Das ist jetzt das 14. Mal. Das ist das 14. Mal, aber diesmal mit euch. So, schön das ganze Geld hier einsammeln. Ich weiß nicht, Robin. Kommt nach dem GTA 5 Sorry Let's Play auch ein Online-Let's Play? Was kannst du uns dazu sagen? Online kommt natürlich auch nebenbei. Also mit der Story zusammen. Also okay. Online-Let's Plays und Stories-Let's Plays. Und Story-Let's Plays. Okay, Leute, ihr habt's gehört. Ja, ihr habt's gehört. Also macht euch da was gefasst. Wahrscheinlich auch zusammen. Doch, vielleicht kann es sogar sein, dass er mit dem guten Maurice aufnimmt. Aber ich will nicht spoilern und ich will so nicht in den Raum stellen. Später ist es doch nicht so. So, jetzt müssen wir zu Inspektion. Zack. Dann gehen wir jetzt erstmal einen schönen fetten Headshot. Oh, ich merke schon, Leute, ihr seht schon, ich habe Aim. Du hast super Aim. Ich habe super Aim, Leute, und es tut mir leid, dass ich diese Mission verkackt habe. So, jetzt müssen wir einfach nur einen Kopfschuss geben. Zack, jetzt ist der Neger down. Nein, es ist kein Neger, das ist einfach nur ein kleiner Genau, es ist einfach nur ein kleiner Kajier, Leute. Wahrscheinlich vielleicht mit ein bisschen Schwoppeln, aber man weiß es nicht, ne? So, erstmal hier in Deckung gehen. Zack. Ich sende die Charges, sie sind auf einem Timer, also brace yourselves! Ja, ist ja auch klar, ist ja auch nichts drin. So, Leute, wenn das Video aufhört, auf einmal zu stoppen, dann tut mir leid, Leute, ich habe vergessen, im ersten Part einen Timer zu stellen. Das werden wir im zweiten Part auf jeden Fall machen. Das bedeutet, falls es anfängt zu stoppen, werden wir an dieser Stelle weiter aufnehmen und werden aber dann einen Timer stellen, Leute. Also, bleibt dann nicht sauer. Ich muss erstmal hier ein paar Klops. Ein paar Cops abschießen. Ein paar Klößchen, ja. Oh, Leute. Ja, ich merke schon. Ich habe einen E-Mail gebraucht. Oh, aber ein besseren Platz, Leute. Na, ey, ich bin ein bisschen hier hinter dir. Oh, ja. Oh, ja. So. Oh, der gute Trevor, Alter. Okay. So, können wir mal eine gute Idee zu spielen. Aber dann ganz noch ein bisschen Reiz zu. Oh, da ist noch einer. Läuft bei dem, den hab ich gar nicht gesehen. Oh, das ist ein Haus. Okay. Okay, das wusste ich jetzt nicht, Leute. Also, ich sehe schon, dass ich eine Ahnung habe. Ich bin recht nahe Lust, das einfach. Ich finde, das ist dieses Ego-Sicht. Finde ich sehr geil. Ja,
Ja, diese Ego-Sicht kann ich. Ja, tut mir leid, Leute. Wenn ich auch nehme, dann verstehe ich mich dann. So, das ist auch schon unser Fahrer, unser Fluchtfahrer. So, das ist schon eine gute Bleib. So, jetzt kommt erstmal eine wilde Verfolgungsjagd. Oh mein Gott, der Affe ist tot. So, jetzt muss Michael das Steuer übernehmen. Oder eher gesagt ich. So, jetzt wird erstmal fett in den Ego sich gefahren. We move quick, we can beat the train. We're getting there. Cops! Ich bin ja gerade beim Fahren, bin ich immer ein bisschen konzentrierter, weil wenn ich mich nicht konzentriere, ihr könnt gerne die guten Robin fragen. Ich bin nicht gut im Fahren, wenn ich mich nicht konzentriere. Ich war überall gegen. Ich war gegen jeden, ich war gegen Ed, ich war gegen jedes Objekt, sonst was und ja. You guys alright? Fuck! Come on! Ditch the car, all right? We can go this way to the chopper. No. Hey, Trevor, you're there. Stick to the plan. Egoistic. Stick to the fucking plan. Come on. Boss, dude. So, hier sind wir an irgendeiner Farm. Where the fuck's the chopper? Das ist einfach mal ein billiges Dreckshaus. Ja. Okay, wir fahren los. Oh, Sniper. Oh, 100er Prezi. 100er Prezi. Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here. Oh mein Gott, mein Gott, auch erwischt. Oh Jesus! T, you gotta get out of here. Jetzt muss Trevor die ganze Drecksarbeit übernehmen. No. God, I'm not gonna be fucking gonna bleed out. Go. Okay Leute, man könnte jetzt einfach ganz schnell das hier beenden, aber das wäre ein bisschen blöd. Motherfuckers! Fucking die, all of you! Hey, find something. Kill me, you prick! Oh, that's a good look for him. You fucking cocksucker! Hier ist auch noch einer irgendwo. Oh Leute, jetzt hab ich. Naja, jetzt hätte ich. Ich hab jetzt ein bisschen. Flunker, würde ich es einfach mal sagen. Aber tut mir leid, Leute. Wollt ihr es nicht? Das ist jetzt nur mal für euch, ich hab keinen Bock auf den Namen. Go! Go! Ah, warte, ich weiß, ich liebe ihn. Ganz also wir haben richtig Libido immer. Also so immer Freitagabends haben wir immer richtig Libido. Ja, genau. Wir wollen am besten Kinder zeugen ohne Beine und das nennen wir dann Usain Bolt. Ja, also wenn die Kinder doch Beine haben sollten, dann hacken wir den hier einfach mit einer Axt ab. Genau, wir sind gegen Kinder mit Beine. Deswegen haben wir uns auch die Beine abgeschnitten. Wir haben auch keine Beine mehr. Also für Leute, wenn wir zum Beispiel mit auf die Games kommen können und kommen sollten. Ich komme mit Skateboard. Was ist denn hier genau? Weißt du, wir sind so auf dem Skateboard so drauf geschnürt. Ja, jetzt sind wir mal ganz, ganz leise und gedenken an den guten Michael und gedenken an den guten Michael. An die gute Michael. An den guten Michael, Unterstrich, Überstrich. Warum ich das so sarkastisch gesagt habe, weil ihr wahrscheinlich doch im späteren Spielverlauf erfahren. So, weil da ist nämlich der echte Michael. Und wer in diesem Grab ist, das werdet ihr später im weiteren Spielverlauf noch erfahren. Von mir wahrscheinlich. So, GTA 5. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben den Prolog geschafft. Da kommt noch was. Und bevor du freispielen kannst. Ja.
Aber wir haben es geschafft, bis zum GTA-Ton zu kommen. So, das ist Walter Michael. Your auf son, einer Couch. James. He's a good kid. He's a good kid? Anscheinend bei einem Psychiater. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. Man muss wissen, Michael hat schwere Probleme in seinem Leben. What about me? Was habe ich? Michael hat sehr schwierige Probleme in seinem Leben. Er hat eine wunderhübsche Frau, Kinder. I don't have the advantage. Er hat Geld. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. Er fühlt sich halt wie das fünfte Rad am Wagen oder als schwarzes Schaf. These are the opportunities I had. At least I took the sechste Tür im Auto. Obwohl es, they got me also mein Auto hat 38 Türen. Fucking here. The end of the road. Felipe Busquets, sollte ihr das wissen, ist der Bruder von Sergio Busquets. Ja, natürlich nicht, aber... Genau. Ihr wisst schon, der Robin, der ist ein richtig korrekter Typ, Leute. Und deshalb, nach diesem Part, wird auch der Robin das Kommentieren übernehmen. Oh. Well, I think that's all we have time for. Same time next week? I guess. Oh. Was war das mit diesem wunderschönen Psychiaterbesuch? Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. So, Leute. Genießt also diesen kleinen Abspann. Wir müssen eigentlich mal wieder Thunfischspitze. Ja. Ihr seht schon Los Santos in all seiner wunderschönen Pracht. Ja, nur ein Stück von Los Santos, ja. Oh, den Freizeitpark. Eine wunderschöne Musik. Die Teen Girls. Oha, die ganz harten. Oh mein Gott, mein Polizist ist ein Penner an mich. Oh mein Gott, Leute, das werde ich in 20 Jahren sein. Shit gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another tray in the Mark Davis production. Nein, nicht Neger. Sind wahrscheinlich zwei afroamerikanische Typen am Unterhalten. No, homie, I cannot. Man, would you come on? Actually, yeah. It's that house right there, with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all. Ich will nicht spoilern, wer die beiden Personen sind, aber ihr werdet das kaum weiter im Spiel verlassen. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie, this the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in here. You bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Come on. So, Leute, und da war es auch schon mit dem ersten Part. Wir haben den Banküberfall erfolgreich gemeistert. Und dann würde ich sagen, danke, dass ihr vorbeigeschaut habt. Kommentiert auch wieder und schreibt positive Bewertungen rein. Oder was euch an dem Video gefällt hat. Und was euch den nötigen Reiz noch geben müsste, damit ihr es weiter sehen wollt. Und dann würde ich sagen, tschüss, schönen Abend, schönen Tag, oder? Von meiner Seite auch nochmal alles. Und schöne Nacht.